Okay. Was sind das? Ich frage mich halt, was das für Karten sind. Also, jetzt abgesehen von dem, was er uns gerade erklärt hat. Diese 16 Karten können dir schon jetzt viel über deine Ausbildung sagen, wenn du sie zu lesen verstehst. Doch mit diesen Karten ist es wie mit Träumen. Ein jeder kann sie selbst am besten deuten. Oder eine Maschine. Ungewöhnlich. Eine weitere Karte. Was zeigt sie? Das bin ja ich. Äußerst ungewöhnlich. Was mag das nur zu bedeuten haben? Huch. Huch? Da schwebt wer. Das ist ein Geist. Ein Geist, Jerry? Ich glaube nicht. Oder hast du deinen Körper nun schon für immer hinter dir gelassen, Magier von Mauswald? Ich kann fühlen, wie nicht weit von hier mein Bein einschläft. Also nein, ich scheine ihm die Treue zu halten. Auch wenn er alt wird und seine Narben zwicken. Sag mir, Magie, wie bist du entkommen? Entkommen, Magier? Ich bringe einen Schüler. Ich freue mich, dich zu sehen und diese Halle der Schüler geschützt zu wissen. Du bringst also einen Schüler. Sag ihm, er soll mich in meinem Haus aufsuchen. Was will der schwebende Mann denn von mir? Er ist der Hüter der Portale. Deine Ausbildung beginnt. Nimm den Schlüssel, Jerry. Du musst den Magier von Mauswald aufsuchen. Wahrscheinlich wird es nicht einfach werden, ihn zu wecken. Doch bald darauf wirst du deinen ersten Zauber erlernen. Was hat es mit dem Marquis auf sich? Sie sind zurück. Uhu. Suche das Schloss zu dem Schlüssel, den der Geist in der Halle der Schüler verloren hat. Hinter der Tür wirst du einen alten Freund von mir treffen. Auf bald. Okay. Ich überlege die ganze Zeit hin und her, was der schwebende Herr. Mit, wie konntest du entkommen? Was ist nicht genau in dem Wortlaut, aber was er damit gemeint hat. Die atmen alle so komisch. Ich weiß nicht, ist mir alles ein bisschen suspekt. Was hat der? Der Marquis hat doch sicher Dreck am Stecken. Die Frage ist, wir haben deinen Geisterschlüssel. Ich weiß aber gar nicht. Wie und wo, wo da was sein könnte. Vielleicht bei. Ich habe die Orientierung verloren. Warte mal. Nee, hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich definitiv nicht hin. Laufen wir halt den langen Weg. Ja, niemand mag Abkürzungen. Abkürzung, wer hat sich das denn ausgedacht? Vielleicht hier? Das sieht aus wie eine kleine Treppe. Aber die Pilze müssten noch ein ganzes Stück wachsen, damit ich am Baumstamm hochlaufen kann. Dann könnte ich auch nachschauen, warum es dort oben schneit. Wahrscheinlich brauchen wir dafür schon einen Zauberspruch, hä? Was sagst du? Deine Ausbildung beginnt. Du musst den Magier von Mauswald aufsuchen. Er ist der Hüter der Portale. Suche das Schloss zu dem Schlüssel, den der Geist in der Halle der Schüler verloren hat. Wahrscheinlich wird es nicht ein, doch bald darauf. Wir müssen ein Schloss finden. Bis hierhin. Nirgendwo.
Der große Zarov. Wann und wo kommt? Ein Schloss. Oh, warte mal. Da draußen? Ja, dann geh halt raus. Geh halt raus. Und da wir ja keinen Kaffee da drin haben, können wir den Rübensirup mal mitnehmen. Ein Becher. Weil halt, ist halt so, ne? Hier hätten wir aber sonst nichts. Nee. Was war denn mit diesem, Wir hatten doch. Und ich weiß nicht mehr wo. Wo waren denn nochmal die zwei Mäuse? Nicht hier. Hier vielleicht? Nee. Ist das hier für die Tür? Ich bin ein bisschen ratlos, sorry Leute. Vielleicht können wir die hier. Hey! Tatsache, cool. Der Schlüssel hat sich einfach in Luft aufgelöst. Aber die Tür ist jetzt offen. Sonst hätte ich gedacht, diese andere Tür bei den Mäusen. Was ist das denn hier für ein Ort? Ein Bahnhof? Alles ist so riesig. Oh, da wird einem ja fast schwindelig. Was ist das denn? Wenn wir einen Terminal haben. Da können wir rein. Was ist das denn? Steinstähle? Und ein Zug? Dieser Stein sieht ja seltsam aus. Das ist ein Portal. Das ist ein Bildstähle aus der Halle der Schüler. Oh, woher kam denn die Stimme? Die kenne ich doch. In der Halle der Schüler gibt es jeweils eine Stele für jeden Schüler, der hier ausgebildet wurde. Doch diese hier wurde vor langer Zeit von der Halle ausgesprochen. Ich habe sie tief im Wald gefunden und versuche, ihr Geheimnis zu lüften. Die Verbannung durch die Halle ließ das Bild in 32 magische Kautropfen zerspringen, die sich über ganz Mauswald verteilt haben. Wer mit Felsen sprechen kann, kann die Stele selbst befragen, wie viele Tropfen fehlen. Würde jemand alle 32 Tautropfen sammeln, könnten sie sich zum Bild des ausgestoßenen Schiffes formieren. Wow, das klingt spannend. Ach, okay. Dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Ich müsste mal weiter eigentlich. Wow! Mich drum kümmern. Ein riesiges Riesenwohnzimmer. Naja, andererseits scheine ich Mäusegröße zu haben, seit wir angekommen sind. Wer hier wohl wohnt? Ui, hier riecht es ein wenig nach alten Socken. Ich vermute mal, dass das der Herr ist, den du suchst. Schoki! Klauen wir mal Schoki. Ein riesiger Brocken Schokolade. Yeah. Die Alufolie habe ich auch eingesteckt. Okay, kannst du das Portemonnaie klauen? Wow, ist das hoch. Jetzt stell dich mal nicht so an. Hier haben wir eine Serviette, die nehmen wir mit. Das nehme ich mit. Sehr süß finde ich auch den Sessel und das hier. Als hätte er Kleinstbesuch erwartet. Riecht noch ganz lecker. So, hier haben wir eine Hängematte. Hier gibt es auch einen Schlafplatz für kleine Leute. Nee, da können wir nichts machen. Efeu. So eine Pflanze haben wir zu Hause auch. Kannst da drin runterklettern. Schade. Mit den Händen kann ich den Stock nicht bewegen. Der würde sonst bis zur Uhr reichen. Spring halt mal gegen. Ein Stock? Ein Stock bringt... Der Wurfhaken vielleicht. So eine Pflanze? Ah, okay. Oh, oh. Ich dachte erst, der sagt nur das Gleiche. Ich dachte, der sagt nochmal das Gleiche, deswegen habe ich es abgekürzt. Was haben wir denn da? Ein Metallarm. Ist das? Die ist ja riesig. Wenn die klingelt, macht sie bestimmt auch einen Riesenkrach.
Ein Blaseball. Sieht so aus, als ob das das Ding ist, das Kuckuck macht. Sogar der ist... Ich bin gerade am Überlegen, was wir machen müssen. Ein Stock. Vielleicht müsste das... Ups. Müsste das irgendwie da rein, ne? Das Gelenk ist eingerostet. Es bewegt sich nicht. Warte mal. Können wir denn den Rübensirup da drauf schmieren? Mit dem Sirup bin ich besser vorsichtig. Der klebt schon an meinen Fingern. Okay, eher nicht. Die Silberfolie nützt. Schade. Wir brauchen irgendwas zum Entrosten. Was für eine Unordnung hier! Huch, da schläft ja jemand. Das ist wohl der Freund, den ich wecken soll. Ja, ich glaube auch. Hey. Nichts. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht vermutet.